Hallo YouTube-Fans. Was man da sieht, könnte man eventuell jetzt für einen Satellitenreceiver halten. Auch wenn man einschaltet. Hat es den Anschein, als würde das ein ganz normaler Satellitenreceiver sein. Nun, dem ist aber nicht so. Ich habe das Gerät nämlich mal zerlegt und ein bisschen recycelt. Das Teil hat ja vorne einen Display mit den Tasten, das komplette Bedienteil inklusive den Zuleitungen, und ich habe einfach mal das Teil mit dem Satellitenreceiver entfernt und einen Displaytreiber mit Mikrocontroller und Taktgeber eingebaut, inklusive das Netzteil, das hier drinnen ist, zu nutzen. Man kann hier sehen einen ATmega 8 oder ein ATmega 328p. Mit ganz leichten Änderungen des Assembler-Programms kann man nämlich beide verwenden, dass sie pin gleich sind. Einen Taktgeber, einen CP82C84A. Der gibt mir von den 12 MHz, 4 MHz und 2 MHz aus. Die 4 MHz benötige ich, da ich den Oszillator vom Mikrocontroller ein bisschen anders ansteuere, als was man sonst macht, weil ich ein bisschen mit dem Display experimentiert habe, da der ein bisschen träge ist. Der leuchtet nach. Das liegt aber nicht am Display selber, das liegt an der Beschaltung auf dem Bedienteil, da die Treibertransistoren nicht ordnungsgemäß auf Down geschaltet werden, und deshalb muss ich den Mikrocontroller kurzfristig anhalten, dass sich die Transistoren endgültig abschalten. Das machen im Prinzip diese zwei ICs da unten. Von der anderen Seite sieht man es besser. Das war der da und der da. Der IC ist ein CMOS 4013 IC und das hier ist ein CMOS 4015 IC. Diese ICs machen was ganz Einfaches, was ich in einem kleinen Buch gefunden habe. Und so, ich muss da mal kurz suchen. Ich habe es nämlich gerade da gehabt. Genau. Das schöne Büchlein ist das. Das Siemens Datenbuch 1984-85 intelligente LED-Anzeigen. Da drinnen sieht man auch schon LED-Anzeigen, die auch auf dieselbe Art und Weise funktionieren. Ich habe mir da was Schönes rausgesucht. Ups, wo habe ich denn das? Ob das Lesezeichen drinnen ist, ist es natürlich wieder mal nicht. Das ist ja wieder mal klar. Okay, wegen der Schnittstelle für die intelligenten Prozessoren. Und man kann hier sehen, dass hier noch ein sehr alter Mikrocontroller ist, ein MC6800 Mikrocontroller mit diversen Treibern. Und bin hier auf dieses schöne Schaltbild gestoßen. Hier kann man ja die Read-Write-Auswahl sehen und die andere Auswahl. Dann hier ein D-Flip-Flop, ein simples, ein Schieberegister und ein paar Norgatter. Nun, man muss sich das jetzt so vorstellen, ich habe jetzt statt dem 7464er ein CMOS 4015 genommen und hier einen halben 4013. Was auch noch dazu kommt, ich habe ein Schaltbild hochgeladen, das kann ich dann noch verlinken. Ich habe ja 4 MHz von dem einen Clock-Controller, also von dem einen Oszillator, aber ich sperre mir hier, wie hier das gemacht wird, nur den anderen halben 4013er und halte die Frequenz an, so wie es hier auch gemacht wird. Mit der doppelten Frequenz, also die 4 MHz, wird das Schieberegister getaktet, und wenn hier der Leseimpuls kommt, der Strobe-Impuls für den Display, der einmal auf High und dann auf Lautpegel geht, wird dieses Flip-Flop umgeschaltet Hier entsteht dann ein High-Pegel. Nach dem ersten Takt von 4 MHz wird der Oszillator vom Mikrocontroller gestoppt. Das macht dem Mikrocontroller nichts aus. Beim zweiten Takt passiert mal nichts. Erst wieder beim vierten Takt wird bei dem Schieberegister der Display, also in dem Fall hier der 4094er CMOS-IC für die Segmenttreiber, kurz mit einem Strobe-Signal besteuert. Das heißt ein Taktsignal von 4 MHz, also ein ganz kurzer Impuls. Dann werden mir die Daten, die noch im Mikrocontroller zwischengespeichert sind und im Schieberegister zwischengespeichert sind, angezeigt. Und beim fünften Takt wird hier das Flip-Flop wieder gelöscht. Hier entsteht dann eine 0. Und wenn hier das Flip-Flop gelöscht wird, mit demselben Signal wird auch das Schieberegister gelöscht. Es entsteht wieder eine 0 in dem Fall. Und schaltet bei mir dann wieder den Oszillator frei. Man muss sich das ganze Gebilde jetzt nur mit einem 4013er und einem 4015er CMOS-IC vorstellen. Und im Prinzip ist es genau das gleiche. So viel jetzt mit dem Oszillator. Der Rest ist eigentlich ganz normal. Außer dass ich die Stellentreiber... Ich habe eigentlich 4 Stellen, man sieht jetzt nur 3. Eigentlich hier ist die 4. Stelle. Mit einer ganz einfachen Dekodiertechnik gemacht habe. Und zwar mit einem CMOS 4001 und mit einem CMOS 4049. Ich hätte auch einen normalen 2:4 Decoder nehmen können, aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon bei ein paar CMOS-ICs da habe, baue ich noch ein paar CMOS-ICs und in dem Fall ist mir das ja gut gelungen. So viel dazu. Ich habe dann ein ganz simples Programm noch dazu geschrieben, dass das Ganze halt ausschauen lässt wie einen Satellitenreceiver. Meine Idee dahinter ist, dass ich dieses Gehäuse mit einem Raspberry noch versehen möchte, mit einem Raspberry Pi 3. Er hat ja auch einen Infrarotempfänger, hier bei dem Punkt. Das will ich mit der Fernbedienung, die da bei den Receiver dabei war, verschiedene Befehle in den Raspberry speichern kann. Und der mir dieses dann auch umschaltet. Weil ich das Ganze noch mit einer SPI-Schnittstelle versehen möchte. Und der Controller mir halt dann genau das anzeigt, was er von der SPI-Schnittstelle bekommt. Ich habe darauf geachtet bei dem Programm, dass es ziemlich authentisch ist mit Standby-Tasten, rauf und runter Programmtasten, damit man sieht, wie das Ganze funktioniert. Der Mikrocontroller läuft übrigens auf einer sehr niedrigen Frequenz von 2 MHz. Und der ist rein nur für die Displays und vielleicht für noch ein paar Ports und für die Kommunikation über die ganzen Schnittstellen, die noch vorhanden sind. Der Trafo, den man hier sehen kann, ist ein Trafo, der mir 3 verschiedene Spannungen ausgibt. Zum einen gibt er mir 10 Volt aus. Das ist hier die blaue Strippe, die gelbe gibt mir 18 Volt aus und die weiße gibt mir 24 Volt aus. Ich habe hier schon mal ein bisschen was gleichgerichtet, vor allem habe ich einmal die Betriebsspannung für den Display gleichgerichtet. Unter Umständen sollte der Trafo mit den niedrigen Spannungswerten hohe Stromstärken liefern, sodass ich auch einen Raspberry mit den 5 Volt dann versorgen kann. Natürlich hier nicht mit den 7805, sondern da werde ich dann wahrscheinlich einen Schaltträger verwenden, um möglichst wenig Verluste zu haben. Ansonsten ist mir das Projekt eigentlich ziemlich gut gelungen. Alleine schon als Beweis, dass man auch solche Receiver recyceln kann. Es muss jetzt nicht unbedingt ein Analog-Receiver sein. Das kann unter Umständen genauso gut Digital-Receiver sein, wenn er sein Display hat. Wenn man auf den Display verzichten kann, kann man natürlich den kompletten Raspberry einbauen und alles über die Menüführung machen. Ist alles eigentlich im Prinzip kein Problem. Da in Österreich 27. Oktober 2016 DVB-D Geschichte ist und ein neues Format kommt, nämlich DVB-D 2, werden wahrscheinlich dann wieder zusätzliche nutzlose Gehäuseteile herumliegen, da ja der Inhalt ja nicht mehr funktionstüchtig ist nach dem ganzen Update. Und so kann man dann wieder ein paar Ersatzteile gewinnen. Und Gehäuseteile kann man eigentlich fast immer verwenden, nicht nur den Inhalt, weil die bleiben meistens beim Ausschlachten immer übrig und ja, was macht man dann damit? Naja, verbasteln wäre vielleicht eine Möglichkeit. Außerdem schaut so ein Teil, wenn es beim Fernsehgerät steht oder beim Monitor, recht schick aus. Man muss ja nicht unbedingt hier das Ganze drauf lassen, das kann man mit ein bisschen Aceton oder Waschbenzin wegruppeln, dann ist das auch schwarz, oder man kann sich sogar das komplette Teil wieder lackieren. Die Plastikteile, die dazwischen sind für die Displayanzeige, lassen sich in der Regel ganz simpel ausklipsen. Die Tasten selber kann man auch ausklipsen, die sind hinten auch noch mit ein paar Schrauben verschraubt. Standfuß ist vorhanden, Trafo ist natürlich auch drinnen, also was will man mehr. Gut, das war's jetzt mal wieder. Ich hoffe, man sieht sich und hört sich wieder. Euer Electronic Fox.